So, seid gegrüßt, hallo und willkommen zurück bei Torchlight nach der gestrigen, beziehungsweise schon etwas länger zurückgelegenen Folge, wo wir so richtig die Videospur verloren haben. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen, um euch zu zeigen, wo wir denn lang gegangen sind, aber ich werde das nicht bis zum Ende machen, sondern euch nur so einen groben Anstoß geben, wo wir denn letztendlich waren und wo wir jetzt hinwollen. Ja, das zur Einführung. Mal wieder nach einer etwas längeren Zeit der Verwirrtheit habe ich mich wieder dazu entschlossen, ein paar Videos zu produzieren. Und hier seht ihr das Ergebnis davon. Ja, gut. Nein, ich hoffe mal, ich kriege das jetzt auch auf die Reihe, dass ich das in einem Algorithmus auch mal wieder hinkriege, jeden Mittwoch ein Video rauszuhauen, weil das ist doch schon recht schwierig. Ich habe nämlich auch noch andere Sachen zu tun. Und ja, ich will gar nicht davon Mein Gepäck ist voll. erzählen. Mein Eine Inventar ist voll. geheimnisvolle Rüstung, aber zuvor noch einen Goblin. Ich will gar nicht davon erzählen. Ich probiere es jetzt einfach. Entschuldigt, wenn ich fehle. So, Brustrüstung. Was haben wir denn hier Schönes? Meuchelmörder, Körperschutz, einzigartig 42. Und eine Menge Buffs. Die ist zwar schlechter als die andere, aber wir könnten sie noch mit einem Glutenstein ausstatten. Dann machen wir die ein bisschen besser und verbrauchen ein paar Glutensteine. Ja, jetzt hat sich mal wieder so ein richtig intellektueller Goblin in die Luft gesprengt. Wow. Und wie ihr sicherlich bemerkt habt. Ich kann heute schon wieder nicht reden. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, ist heute schönes Wetter. Beziehungsweise gestern. Beziehungsweise eine Zeit zuvor. Und jetzt beende ich die Verwirrtheit und gehe endlich in die Stadt, um unser Zeug dort abzulegen und unser Zeug zu verkaufen. Gut, auf jeden Fall ist schönes Wetter. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann halt gestern oder vorgestern. Auf jeden Fall ist schönes Wetter. Ja, zurück in Torchlight angekommen, stoßen wir auf alte, bekannte Figuren von längst vergangener Zeit. Wir können hier schon mal ein bisschen einlagern. Und das Kalteisenbeschützerschild, mega wärmt. Das hatten wir auch für uns zurückgelegt, falls wir dann später mal in Erwägung gezogen hätten, es zu benutzen. Ich werde erstmal das ganze einzigartige Zeug wegtun und die ganzen Blutsteine, die hier noch über sind. Die Karten müsste ich auch mal. Ach man, die Karten müsste ich auch mal einsetzen. Gegrüßet Ja, seid ihr. gegrüßet seist du. Und du kriegst jetzt unseren Müll hier angedreht, weil wir einfach so richtig schlau sind und unseren ganzen Müll bei dir abladen, wie so ein Messi. Viel Glück. Danke. Ja, jetzt. Gut, bis Stufe 25 geht's noch. Und das können wir mit Stufe 25 benutzen. Ist zwar noch ein recht weiter Weg, aber wir werden es schaffen. Das Böse unter Torchlight bedroht mehr als nur eine Minenstadt. Dieser Berg ist eine brodelnde Grube voller Glutsteine. Wenn wir die Verderbtheit nicht vernichten, wird sie sich ausbreiten wie eine Seuche. Die Glutsteinschmiede zu finden und euch zu reinigen, ist nur der Anfang unserer Aufgabe hier. Wir haben eine Aufgabe, die wir schon seit langem kennen. Ich bin schneller als jedes Monster. Ein Kind, ja, sicherlich. Dann lass mal so einen schönen Goblin, besser noch einen verrückten Goblin auf dich zustürmen kommen. Und er jagt sich dann 2 Meter vor dir in die Luft. Er ist dann schneller. Nein. Ja, jetzt geht's wieder zurück ins Dungeon. Die Karten werde ich auch in den nächsten Folgen mal ausprobieren, damit wir auch endlich mal etwas Sinnvolles mit denen machen. Gut.
bin jetzt aus Versehen auf die Null gekommen, aber wo wir schon mal dabei sind. Ich wollte gerade was anderes das nachgucken, aber ja, wo wir jetzt schon mal dabei sind, könnten wir ja jetzt schon anfangen und das in den nächsten Folgen fortsetzen. Beziehungsweise in der, wenn sich's erübrigt. Aber jetzt geht es bei bedrohlicher Musik in ein Kartenportal. Schön cool aus. Oh. Was ist denn das? Cool. Was haben wir hier so? Nein. Nicht schon wieder die Blutschüler. Und kann das sein, dass die Fässer leicht inkontinent sind? Beziehungsweise ein Problem damit haben, ihren Inhalt auch drin zu behalten. Ist ja ekelhaft. Und dann noch so schön gelb in der alten Festung. Krieg ich Gänsehaut. Zwergenunhold, neue Monster. Hab ich eigentlich vermutet. Ich freue mich trotzdem. Und eine schier mysteriöse Musik. Ertönt. Ist hier hinten was? Aber ich kann ja erstmal hier vorne noch gucken. Da gab es ja bestimmt noch einen anderen Weg. Ja, die Blutschilde und ein Versklavter. Los, meine Sklaven, greift an. Und die hat mich fast umgebracht, die Falle. Dann noch ein paar Versklavte und ein Krieche. Er kommt auf allen Vieren gekrochen. Er ist ein Kriechtier. Ach Mann, ey. Super Mana-Trank, wir sind eigentlich echt zu gemein für die Monster hier, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch lange noch so anhalten wird. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir hier ganz schnell ganz viel auf die Fresse kriegen. Ja, noch ein Kriecher. Wie lustig. Und ein Zwergenunhold. In dieser ruhigen Atmosphäre. Einfach mal lang zu laufen, ist schon lustig. Dum, di dum, di dum, di dum, dum, di dum, di dum. Oh. Was ist das? Was ist das? Mechanisches Konstrukt? Alter. Nicht dein Ernst. Sieht aus wie Koki. Ein wenig. Hier eine Ballista, aber wofür ist die gut? Das werden wir später erfahren. Jetzt. Okay. Sie hat etwas geschossen. Hat es denn auch Sinn gemacht zu schießen? Eine Falle wurde ausgelöst. Hm. Da noch ein Koki. Mechanischer Konstrukt. Durch uns wirst du gerichtet. Schrein der Heilung. Mit deiner Hilfe werden wir geheilt? Ich würde gelichtet sagen, aber unsere Reihen bestehen aus zwei Leuten, beziehungsweise einem Krieger und einem Hund. Wenn die mehr gelichtet werden, da bleibt ja fast nichts mehr übrig. Und das wäre doof. Aber was philosophieren wir hier über das Lichten von Reihen?
lässt uns bei dieser mysteriösen Musik ein wenig die Sorgen des Alltags vergessen und uns Zwerge zum Vorbild nehmen. Ja, Zwerge. Durch ihre geringe Körpergröße fallen sie nicht so schnell auf. Und jeder wünscht sich doch, ein Zwerg zu sein. Oder auch nicht. Es gäbe standardmäßig große Betten, Standardhäuser. Alles wäre auf Zwergenmaß angepasst. Doch das ist wieder irres Hirngespinst von mir. Weshalb wir es nicht beachten müssen. Und anscheinend hat die Balliste nirgends wohin geschossen. Und da unten liegen Leichen. Leichen einer vergessenen Zeit. Sie zeugen von ehemaligen Gräueltaten gegenüber der Bevölkerung der alten Festung. Die Kriecher sehen irgendwie so aus wie ein Minimi von dem mechanischen Konstrukt. Hab ich so das Gefühl. So, dann eine Hakenbüchse und ganz schön viele blasse Schlurfer. Und was ist das hier Schönes? Mortizul! Mal wieder was zum Entspannen. Mortizul. So. Jetzt geht's aber. Hakenbüchse. So. Und es wird schlagartig ruhig. Kampfbogen 255, 25, nein, Goldring, bringt uns auch nichts, Magie, nein, Zaubertempo und Hakenbüchse, die ist schlechter als die andere, die können wir wegwerfen, 10 zurückwerfen bringt uns aber nichts, das kann auch weg, und oh mein Gott, was, wie viel Blutschüler denn noch? Sie kamen auf uns zu, doch wir richteten sie. Nur der Deus von Torchlight kann jetzt über ihr Schicksal entscheiden. Niemand anderes. Und der Deus von Torchlight hat seine Schergen zu uns geschickt. Seine bösartigen Schergen. Sein Halbbruder oder irgendwas. Ich bin verletzt. Und während ich so dumm gequatscht habe, sind wir verletzt und gestorben. Mist. Das zweite Mal, dass wir gestorben sind. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich nicht sterben, aber trotzdem tut mir leid. Ach Mann. Das wollte ich nicht. Die alte Festung war doch schön. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Portal noch kriegen. Nope. Das Portal ist weg. Wie toll. Na gut, dann das zweite Portal noch und jetzt geht's los. Der Deus von Torchlight, zumindest sein bösartiger Zwilling, hat uns in der alten Festung besiegt. Doch jetzt ertönt bekannte Musik einer Reise, die wir damals tätigten. Eine Reise bei schönem Wetter startend, welche uns zeigte, wer wir sind und zur Selbstfindung uns trieb. Und damit ich nicht noch mehr irgendwelche zusammengequirlte Scheiße labere, steht da hier schon mal ein Portal, da könnt ihr abhauen. Das würde ich euch sehr empfehlen. Und hier sind Stecherpygmäen. Und ganz schön viele Entitäten sind hier. Deswegen. Wow. Und wie kann man nur so dumm sein und zwischen diese zwei Rammbalken da rennen?
Aber die machen uns auch schon fertig. Jetzt sterbe ich aber nicht. Verletzt. Jetzt nicht. Ja, wir machen sie platt, ohne diesmal zu sterben. Und sie rennen selber in diese Blöcke. Ich kann jetzt noch weiter so reden, aber das klingt einfach nur dämlich. Ich werde es jetzt aber noch weitermachen, damit ich euch auf den Sack gehe. Nein. Dauerduel. Was sagst du dazu? Ihr Ruhm ist allseits bekannt. Gut. Was gibt's Besseres, als allseits bekannt sein? Versunkener Tempel. Der erinnert mich irgendwie gerade an die Esterianischen Gärten. Damals, als wir die drei Relikte in den Altarraum brachten und ich den Schattenschütze skillte. Nein, das war jetzt auf das Jetzige gezogen. Als wir damals die drei andersfarbigen... Oh, Kettenfaust. Andersfarbigen Relikte auf den Altar trieben. Ich kann ja mal das nehmen. Und somit den Zugang zu einem weiteren Abenteuer uns gewährt haben. Ich kann das nicht ausführen. 36, nee. Nee. Als Kette. Der Splitterbeschwörung, da nö. Und wir nehmen die Kettenfaust und das behalten wir mal. Damit er es für uns tragen kann. Das sieht ja schon mal gut aus. Damals in den Esterianischen Gärten, als sich das Schicksal von Totschneid zum Guten gewendet hat. Und Wayne, was machst denn du für ein Mist? 11.000 Schaden, 10.800, hallo? Der wäre schon längst tot, mein Begleiter. Ihr Begleiter flieht. Würde ich nicht machen. In so einer Situation. Überhaupt nicht. Ich würde nicht fliehen wollen. Und vor allem würde ich das nicht mal sehen. Ich würde ja nicht mal sehen, dass Wayne hier abhaut. Wayne haut ab. Doch Wayne interessiert. All diese Fragen stellen sich uns heute. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Aufnahme hier ein wenig mit an die Alten gerichtet ist, die alten Folgen von Totschneid, aber auch an Themen, die wir hier besprechen, in einer Art und Weise, die eigentlich nur peinlich ist. Ich meine, wieso habe ich die Leutnantpistole dabei? Ist es einhändig? Anscheinend. Ich kann das ja mal dann wieder anders machen. Was ist denn das hier? Verderbter Mönchstab. Erinnert mich irgendwie gerade an den Mönchen aus Diablo. Wenn ihr wisst, was ich meine. Der Kampfmönch. Und bei lässigen Bongo-Trommelgeräuschen, die überhaupt nicht komisch hier klingen. Die klingen sogar ganz gut hier. Bei Bongo-Geräuschen, die hier ganz gut klingen, machen wir die Monster platt, um Totschneid zu retten und auf eine schier endlose Reise zu gehen, welche uns mit Wissen füllt. Wissen, Erfahrung, neuen Freunden, treuen Kameraden und vor allem eins, kostenlosen Items und viel zu viel Gold. So, hier hinten ist nichts mehr. Da ist wieder so ein schöner Kanal gewesen, wie die Esterianer sie schon gebaut hatten. Also die Architektur hier ist einfach nur einzigartig. Ich kriege immer wieder Gänsehaut bei dem Lied und bei dieser einzigartigen Atmosphäre hier. Totschneid, das hat es richtig gut gemacht. Ich denke mal, ich werde auch Totschneid 2 Let's Playen. Ich bin eigentlich überzeugt, dass ich es mache, weil ich finde es einfach echt lustig. Das Spiel an sich ist echt schön. Und
Ja. Aber ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen, beziehungsweise spoilern, beziehungsweise irgendwas anderes machen. Und an diesem Feuer beenden wir die Aufnahme, indem wir noch ein bisschen Dinge sortieren, etwas aussortieren und den ganzen nutzlosen Krams dann wegbringen. Und damit beende ich die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge Totschein. Habt noch einen schönen Tag.